Klasse und der Klasse 1. Das zeigt uns Sandra und Ella. In diesen Klassen wird das Springholz geworfen, so wie man es auch aus der BGH, aus der Begleithundeprüfung kennt. Und vom Hund zurückgebracht.
die so applaudiert und in der Grundstellung wartet er darauf, bis es ihm abgenommen wird. Caro und Ocean zeigt uns das Springen über die Hürde aus in den Klassen 2 und 3. In der Klasse 2 kann geholt werden auf ein Holz, aber in der Klasse 3 muss es dann schon ein Metallabortel sein. Sehr gut, Dankeschön an Ella und Ocean. Hier werden drei Ringhölzer ausgelegt. Sind vorher gelost, welches Ringholz der Hund zu holen hat, über das rechte oder das linke. Das mittlere wird nie angelaufen. Der Hund muss holen. Zum Pylon. Dort stoppen und von dort wird in die Richtung gewiesen. Schöne Arbeit, super, Samuel, danke. Julia, Spitze. Ist das Identifizieren, das uns Monika mit ihrer Nala zeigen wird. Hier geht es um kleine Identifizierungshölzchen. Es werden dann fünf auf ausgelegt, fünf neutrale. Und eines wird vom Hundeführer für etwa 10 Sekunden in die Hand genommen und mit einer Zange dann zum Platz gebracht. Natürlich darf der Hundeführer nicht wissen, welches es ist. Die andere kann dann der Prüfungsleiter auch selber angreifen, ganz egal. Der Hund muss nun aus diesen 6 Hölzern das herausfinden, das sein eigener Hundeführer in der Hand hatte. Und idealerweise sollte er es dadurch machen, dass er alle oder viele davon anschnuppert. Schauen wir mal, ob Nala das Richtige erwischt. Das ist es nicht, das ist es nicht. Das ist es, jawohl! Super gemacht, Dankeschön Nala. Diesen Punkt zeigt uns schon wieder Julia und Samuel. Und wird abgelegt. Pylone helfen nun den Hundeführern, um zu wissen, wann sie dem Hund das Kommando zu geben hat.